Aua! Wie? Jetzt ist er nass geworden, unsere arme Willow. Da. Flaches Gewässer. Es könnte sein, dass wir wieder... Nein. Dass wir uns wieder einem Landstrich nähern. Da wird es noch flacher. Das ist sehr gut. Raus aus dieser rauen, unwirklichen See. Hallo! Land? Land? Ist das hier so Mangroven? Wir haben Mangroven gefunden. Ja, also, Ja, brauche ich aber leider eine Axt für, ne? Aber hier können wir auf jeden Fall schon ein bisschen Gras ernten. Oh mein, wie geil! Mangroven und hier sind Wasserbüffel, also keine Bifelos mehr. Nein. Okay. Hey, geh da mal weg. Ich will nichts von dir. Ich will nur hier, da, dein Pupu will ich haben. Die Scheiße macht mich eigentlich immer glücklich, weil da kann man so herrlich geil Farmen mitbauen. Nein, nicht den Büffel angreifen. Die machen uns putt. Sei einfach glücklich mit dem, was du hier findest. Oh, das ist gut, das ist gut. Land! Ja, wir haben Land entdeckt und freuen uns gar sehr. So. So, ein bisschen Gras, noch ein bisschen Gras. So, wo setzen wir das denn mal hin? Ich möchte nicht ganz da, weil ich habe Angst, dass das dann irgendwie mal auf einmal Unterwasser ist alles. Da gibt es wieder die bösen Schlangen. Okay, ja, ich glaube hier. Activate Touchstone. Ich kann es schon touch it. Yo. Don't touch it. De. Nee, so können wir da auch nichts mehr machen. Ja, was kriegen wir denn da raus? Vielleicht eine Schwarte. Pigskin, okay. Gut, also ich glaube, das hier könnte man als erfolgreich interpretieren. Wir müssen uns beeilen. So, jetzt schnell zu unserem Feuer. Feuerchen, wie brennst du schön? Lalalala. So. Kurz bei denen da allein. Kochen, kochen, kochen. Oh yeah. So, das dahin. Das nehmen wir auch noch gerne mit. Kochen ist. Und dann haben wir auf jeden Fall gut zu essen. So, das kochen wir natürlich auch mal direkt weg. Die lieben Quallen, die richtig fett was bringen. Wie gesagt, 117, 87. Bam! What? So fast 20, so Pi mal Daumen. Und da bringen sie uns halt auch so ein bisschen was. Und das ist ganz herzallerliebst. Okay. Jo, wir sind voll! Yes! Das ist gut, das ist schön. Und jetzt können wir hier die Insel erforschen gehen. Und gucken, was es hier vielleicht noch so Schönes gibt. Ganz viele von denen, das finde ich super. Die Korallen brauche ich eigentlich hier hinten. Nee. Ja, Saving. Also diese Insel gefällt mir schon besser als unsere Startinsel. Aber sie ist wieder so scheißen klein. So, lopp. Krack. Ja, du auch. Dule Michel auch. So. Wir sind hier doch keine Frau Dudel. Und wieder kein Gold. Es ist zum...
Es ist zum Papageien fressen, dass wir keinen Gold. Gold! Ich liebe die Sensei jetzt schon. Und Bärenbusch! Oh mein Gott! Ja. Ich bin so glücklich. So, mit unserer letzten Pigge, da wir immer noch keine Stickisch gefunden haben, können wir endlich die Maschine herstellen. Oh yeah. So, zack. Das da unten immer auch noch mit. Das hier auch noch. Oh, wie herrlich, wie schön. Und hier so Steingrund. Coole Sache. Hey, cool. Ein kleiner Sonnenhut. Hey, geht's dir gut? Geht's dir gut? Und eine Flaschenpost. Man könnte ja eigentlich hier auf dieser Ecke relativ gut. Auf relativ Magma Nis. Okay, Magma Pile. Da brauchen wir wahrscheinlich etwas Stärkeres für. Zumindest etwas Stärkeres als das Ding. Hey, danke. Ja! Wir werden überleben. Wir haben neues Werkzeug gleich. So, da brauchen wir zwei für. Machen wir uns erstmal die da. So, das. Hier haben wir auch Krabbies, wir haben hier Palmen, hier haben wir eigentlich vor allem auch noch mit den Wasserbüffeln alles, was das Herz begehrt. Diese Insel ist auf jeden Fall schon mal schön. Aber ich glaube schon, dass es sehr einlädt hier, dass man heilt, die Insel erkundet, um wirklich weiterzukommen. Aber das Überleben ist halt die große Schwierigkeit im Zweifel. Cool. So. Zack. Arrgh. So, jetzt nehmen wir mit. Bringen wir schon mal zu unserem neuen Lager. Lager. So. Oh, ihr seid so cool. Ich mag euch Büffel. Ich freue mich. Und hier ist so eine schöne Grasebene. Die mag ich auch. Und das Schöne ist, wir können jetzt ja Wissenschaft schaffen. Ja! Magic! It's magic! Spear! Cool! Aber was noch wichtiger ist, Muzzle Stick? Muzzle Stick to it. Okay. Aber Basic Farm. Wir brauchen nur noch ein paar Loks und wir können uns eine Farm bauen! Komm her, du Baum! Und vor allem haben wir eine riesig große, coole Quelle. Vor mir gibt es hier eigentlich Winter. Das wäre natürlich... Da habe ich jetzt auch gar nicht drüber nachgedacht. Das würde ich gerne haben, danke. Und den Baum da, den nehmen wir auch noch mit. Unser Karma sollte ja vom Prinzip her gut sein. Wir haben ja mehr gepflanzt als gefällt. Ich hoffe, das gefällt der Natur. Und wenn nicht, dann soll uns die Natur mal, dann holen wir das Feuerzeug raus. So. Ganz viel zu kochen auch. Das machen wir erst heute Nacht. Grow Seeds, jawoll. So, dann bilden wir mal die Basic Farm. Ich würde so sagen, hier. Und Seeds haben wir ja auch. Plant. No. Plant! Doch. Ich freue mich. Ich freue mich. Okay, wir brauchen wieder etwas, Dünger. Etwas Dünger. Vielleicht haben die Jungs ja noch was. Das wäre nämlich schön. Muss man vielleicht noch, da haben wir schon mal eins. Okay.
Und was ist das zweite? Ah, dass ich nicht drankomme! Aber ich sehe da noch eins. Ich sehe noch eins. Yes! Was fehlt noch? Was fehlt noch? Was fehlt noch? Farm. Einmal Gras und vollen Holz. Okay, schnell den Bombi noch weg. Zack und zack und zack. Was? Das hat nicht gereicht. Hä? Hä? Achso, Gras fällt noch. So, jetzt aber hurtig und hurtig. Und so, da haben wir zumindest schon mal zwei Basic Farms. Und das freut uns. Das freut uns sogar richtig. So, zack, rein damit. Ja, komm. Da haben wir ja gerade ein bisschen was von. Den gelötet können wir hier mal hinschmeißen. So, jetzt schnell hier alles kochen, was zu kochen ist. Und dann müssen wir auf jeden Fall mal von unserer anderen Insel dann auch das Kram holen. Das werden wir vielleicht beim nächsten Mal machen. So, die können wir auch noch schnell kochen. Sehr schön, sehr schön. So. Eine Chest und die können wir sogar herstellen. Coolio. Chest 1. Das ist die Chester Chest. Oh, Chester. Ich vermisse Chester jetzt schon. So, Gold kann da mal rein. Hier kommt dieses komische Kram, kann da auch mit rein. Das auch. Arr, unser wertvoller Besitz. Koralle kann da rein. Der Schweinehaut kann da rein. Jetzt haben wir so alles, was wir jetzt nicht so direkt gebrauchen können. Kommt da erstmal rein. Und wir haben Platz im Inventar. Geilo. Wuhu. So, man könnte jetzt mal gucken. Fight. Also für Fight wäre ich fast sogar schon, dass man das als nächstes auch zusieht. Nee, sieh mal einer guck. Hallo Chaos. Ja, der Okami hat gestern abgegeben und hatte eine die letzten zwei Tage interessante Unterhaltungen mit seinem Chef in Anführungsstrichen. Ja, jetzt muss nur noch die Bachelorarbeit geschrieben werden und dann bin ich, ja, Kolloquium durch, fertig, aus, Ende. Wie geht es dir? Ich hoffe gut. Ja, winke, winke. Bin ja jetzt auch, das Schlimme ist, ich bin schon seit fast am Ende meiner Streamzeit. So bis 11 habe ich noch Zeit, bis dahin werde ich nochmal, hallo, was willst du hier? Ich freue mich ja über euren Dung für Farmen, aber ihr müsst unbedingt hier sein. Und ja, abgegeben ist sie. Sie ist leicht umfangreicher ausgefallen mit fast 100 Seiten mit Anhang und allem drum und dran. Und ist eigentlich so meines Erachtens, sowohl inhaltlich als auch vom Umfang her, schon eine gute BA. Und das eigentlich nur als Praxisarbeit. Mein Prof wird sich mit Sicherheit freuen. Ich hoffe, dass er sich auch bald meldet, dass ich sie ihm geben kann. Er hat sie nämlich noch nicht, weil er sich noch nicht gemeldet hat. Ihm konnte ich sie noch nicht abgeben. Und ja, am Donnerstag halt im Betrieb gewesen. An deine bessere Hälfte einen wunderschönen guten Morgen zurück. Ja, am Donnerstag im Betrieb gewesen. Was? Ich hab gedacht, du kommst schon gar nicht mehr. Du wolltest nur zwei Wochen schreiben. Sei ja, hat halt eine Woche länger gedauert, weil Professor auch erst wegen Urlaubszeit und Semesterferien allen eine Woche später Zeit für mich hatte. Ja, und dann halt die üblichen Diskussionen. Ich habe ja nichts gemacht. Das ist ja alles nur Scheiße. Bla, bla, bla. Jop, eine Praxisarbeit im Umfang einer BA. Mein Prof wird mich erschlagen. Er hat damals bei dem Gespräch schon angedeutet, dass es ihm der Umfang... Das hat er, also bei der Praxisarbeit interessiert mich nicht viel, aber der Umfang, auch wirklich mit so einer schönen Betonung, und da waren es so 42 Seiten. Und da sind halt nochmal so über 20 Seiten rein vom wirklichen Inhalt her zugekommen. Und ja... Kann man mal machen, oder? Wups, so, jetzt müssen wir zurück durch die raue See. Was ist da? Ah, was ist das denn da? Moment, da wollen wir nochmal gucken. Außer, dass wir hier ordentlich Dung finden.
Ja, und wie gesagt, der Spacken da, der sich Chef nennt und dort leider ja auch mein Betreuer ist. Ja, worüber willst du eine BA schreiben? Du hast ja noch nichts gemacht. Du hast ja gar nicht mal, wie hast du 100 Seiten für eine Praxisarbeit zusammengekriegt? Es kommt ja auch auf den Inhalt an. Und oh, das war wieder am Donnerstag eine Diskussion. Ich habe das auch meinem Professor sofort geschrieben, der sich auch einschalten will. Als sie das Gespräch mit ihm hatte und ihm mal so ein bisschen erzählt hatte, gut, Reggie war ja dabei. Ich habe mich nur aufs, das könnte auch passieren, das traue ich dem im Zweifel sogar noch zu. Ich glaube, dann dreht mein Chef endgültig am Rad, weil dann wäre ich durch und bräuchte da wirklich nicht mehr hin. Dann könnte ich sagen, bewerte die, dann wird er mir aber 100 pro einen reinwürgen. Dem traue ich voll und ganz zu, dass der mir richtig einen reinsammelt dann.